Excalibur. Excalibur. Eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, jetzt haben wir den einzigsten Grund, warum der Christian eigentlich hier ist. Außer, dass er natürlich so eine charmante Begleitung ist. Aber er betreut ja seit jetzt einigen Jahren komplett die Bonanza-Reihe. Das heißt, alles, was mit Bonanza irgendwie zu tun hat, wandert über deinen Tisch. Genau. Und ich schätze mal, dieses Spiel hoffentlich auch. Das tat es wirklich, ja. Das ist vollkommen richtig. Bonanza liegt komplett bei mir. Und was wir hier jetzt liegen haben mit Excalibur, das ist unsere Bonanza-Neuheit 2020. Wir hatten Anfang des Jahres bereits eine kleine Neuheit zwischendurch. Das Bonanza Duell hat eine kleine Deluxe-Ausgabe bekommen mit Spielplan und so. Die ging uns übrigens durch die Lappen. Das holen wir nach. Es gibt zwar ein Video dazu bei uns mit dem Handmuster, aber das ging uns irgendwie durch die Lappen. Das holen wir demnächst noch nach für euch. Versuch's jetzt auf dem Weg? Nee, das geht ja gar nicht, dass wir ein Spiel da nicht vorstellen. Ich habe schon gehört, dass wenn in Podcast irgendjemand erwähnt, dass er unbedingt mal ein Spiel XY spielen müsste, es aber nicht hat und keine Ahnung hat und überhaupt, und dann kommt schon mal vor, dass plötzlich Post kommt. Der Fluch vor den Redakteuren, wenn sie Podcasts und Videos gucken. Oh ja, das soll vorkommen. Gut, aber lass uns zu Excalibur kommen. Ja. Wie gesagt, die Neuheit für diesen Herbst ist unser eigenständiges Spiel, also keine Erweiterung, sondern ein komplettes, vollwertiges Bonanza-Spiel. Gab es so, glaube ich, auch noch nicht. Sonst kenne ich den Vorgänger nicht. Den gab es durchaus. Oh ja? Ja, natürlich. In der damaligen Lookout-Reihe? Genau. Dann habe ich das nicht gespielt. Okay. Es gab 2005 das Spiel Rabunzel. Ach ja, richtig. Und das ist zu Excalibur geworden. Ah. Das war eine etwas ungewöhnliche Schachtel bei Lookout. Das war nämlich eine im größeren Format. Das war nicht die ganz kleine. Also die war praktisch nur mit Kartengröße, sondern die war doppelt so groß. Okay. Wir haben uns den Rabunzel angenommen, haben neue Grafiken gemacht, haben die Regeln komplett neu geschrieben, haben ein, zwei Kleinigkeiten angepasst. Viel musste da nicht angepasst werden, weil das Spiel an sich vollkommen rund war. Und haben daraus Excalibur gemacht. Wie der Titel schon sagt, wir befinden uns ein ganz klein wenig in der Welt von Merlin, Artus und Co. Und es wird gezaubert. Wie weit muss ich dir Bonanza erklären? Es funktioniert 1:1 wie Bonanza. Ihr habt zwei Bohnenfelder, genau. Nicht drei. Wobei es einen Zauberspruch gibt, der ein drittes Feld bringt. Das ist vollkommen richtig. Und der Hauptunterschied ist, dass diese Bohnen, wenn ihr sie angebaut habt, haben eine Spezialfähigkeit. Exakt. Also wir spielen im Grunde ganz normal Bonanza mit den üblichen vier Phasen, die im Spiel durchgeführt werden. Das heißt, zuerst werden Karten von der Hand ausgespielt auf die eigenen Felder. Anschließend werden Karten vom Marktstapel aufgedeckt, es wird gehandelt, es wird geschenkt. Die Karten werden danach angebaut und schließlich zieht man am Ende seines Zuges Karten vom Nachziehstapel nach. Das Prinzip ist hier komplett geblieben. Ganz wichtig auch, immer gern zu erwähnen, bei Bonanza niemals die Kartenreihenfolge auf der Hand ändern. Das ist ein wichtiger, essentieller Punkt, der viele, viele Dilemmas mit sich bringt. Und ihr müsst abernten, wenn ihr nicht mehr anbauen könnt. Und man muss ernten, wenn man nicht mehr anbauen kann, genau, weil auf jedem Feld im Normalfall nur die gleiche Bohne gebaut werden kann. Das heißt, in diesem Fall habe ich hier die Prinzessbohne gebaut, dann muss auch weiter Prinzessbohnen auf diesem Feld angebaut werden. Will ich was anderes anbauen, dann muss ich es abernten. Wenn ich abernte, dann bekomme ich gemäß den Tabellen, die hier unten auf den Karten zu sehen sind, Bohnentaler. So, was sind jetzt die Unterschiede? Du hast im Prinzip schon zum Teil erwähnt. Das erste ist, 5 der 7 neuen Bohnensorten haben Sonderfähigkeiten. Die wiederum die Regeln brechen. Ich nehme mal die zwei kurz hier raus. Das sind nämlich die 5 hier. Diese Sonderfähigkeiten, die auf den Karten abgebildet sind, die werden zwischen der Phase 1 und der Phase 2 aktiv. Wir haben das unterteilt in Phase 1a, 1b. Und in dieser Phase 1b wird alles das aktiv, was hier unten abgebildet ist, wenn man als aktiver Spieler diese Bohnen bei sich auf seinen Bohnenfeldern angebaut hat. Also habe ich zum Beispiel, zählen meine Bohnenfelder so aus, natürlich auch mit mehreren Karten, dann habe ich diese Fähigkeiten hier, die ich jetzt ausführen kann, und die sind in aller Regel sind die positiv für mich, mit einem gewissen Risiko bei einer der Karten, die kann ich eben durchführen. Die Fähigkeiten sind, ich gehe es einmal ganz schnell durch, damit
man eine Ahnung hat, was da tatsächlich passiert. Ich kann einem anderen Spieler oder ich klaue einem anderen Spieler dessen hinterste Handkarte und stecke sie bei mir selbst als hinterste Karte auf die Hand oder baue sie direkt an. Das ist bei der Pflückbohne, bei der gemeinen Bohne. Da muss ich mindestens 4 Stück angebaut haben auf dem Feld, dann kann ich diese Fähigkeit nutzen. Nutze ich die Fähigkeit, müssen alle Spieler ihre Talerstapel, also die Taler, die sie bereits gewonnen haben, mischen, die oberste aufdecken. Und wer die höchste Zahl, ja, Bonanza üblich hier verschiebt. Achso, ja, das ist nicht so gut gemischt. Nee, weil die habe ich überhaupt nicht gemischt, die habe ich einfach nur hingelegt. Alles gut. Wer die höchste Zahl aufdeckt, der darf seine Karte wieder zurücknehmen auf den Talerstapel. Alle anderen müssen ihre Karte, die sie aufgedeckt haben, mir geben, auf den Ablagestapel legen. Die verlieren also hier in dem Fall Bohnentaler. Bei der weißen Bohne, da ziehe ich eine Karte vom Nachziehstapel nach. Habe ich sogar 4 Stück angebaut, dann darf ich diese Karte auch unter Umständen direkt anbauen. Bei der Zauberbohne werden die sogenannten Zauberkarten aktiviert, zu denen komme ich gleich. Und mit der Schwertbohne, da greife ich einen Talerstapel eines Mitspielers an und da kann es eben passieren, der deckt die oberste, der muss auch mischen, deckt die oberste Karte auf und je nachdem, was er aufdeckt, nicht ganz, oder wo ist es, die, nehmen wir die hier. In dem Fall deckt er zum Beispiel die Prinzessbohne auf, dann wandert diese Karte direkt auf meinen Talerstapel, das heißt, ich klaue einen Taler, wird eine von den anderen Karten aufgedeckt, dann kommt das zu anderen kleinen Aktionen. So, die übrigen beiden Bohnen, die erkläre ich auch ganz schnell, das sind nämlich die Prinzessbohne und die Kappbohne. Die Prinzessbohne, die hat eigentlich gar keine besondere große Fähigkeit, außer dass sie ein extrem gutes Bonometer hat. Also das hier unten, das ist schlicht und einfach das Stärkste. Da kriegt man ja für eins schon. Das ist ein unglaublich gutes Bonometer, vor allem dafür, dass es hier 17 Stück davon gibt. Das ist aber auch ein kleines Risiko, weil wenn ich von denen hier fleißig anbaue und 4 Taler für 7 angebaute Bohnen bekomme, greift mich einer an. Die ist natürlich sehr, sehr schnell dem Angriff ausgesetzt. Die Kappbohne, die bringt zum einen Taler ein, zum anderen aber auch die kleine Abbildung hier unten Zauberkarten. Und jetzt komme ich zum zweiten Element, das neu in diesem Spiel ist. Zauberkarten bekommt jeder zu Spielbeginn eine und kann eben über Ernten von Kappbohnen weitere dazugewinnen. Auf diesen Zauberkarten finden sich verschiedene Zaubersprüche. Diese Zaubersprüche, die sind in aller Regel positiv für den aktiven Spieler selbst, wenn er sie anwendet. Ein paar ganz wenige sind auch ja, negativ für die anderen bzw. beeinflussen das Spiel der anderen. Diese Zaubersprüche gehen von, ich habe einen Umsteckzauber, ich darf eine Handkarte umstecken, was natürlich ganz praktisch ist bei dieser Grundregel. Man konnte, glaube ich, mehr Karten nachziehen. Ich kann, genau, dann habe ich auch zufällig gerade hier den Handelskartenzauber, habe ich keine Karten gehandelt im Spiel, dann darf ich anstatt 3, 5 Karten nachziehen. Das dritte Bohnenfeld war nicht versteckt. Ich darf mit dem Stapelzauber die oberste Karte vom Ablagestapel noch zusätzlich in der Marktphase zu den 2 aufgedeckten Karten dazulegen. Es gibt eine Karte, wo ich drittes Bohnenfeld bekomme temporär. Es gibt einen Zauber, bei dem ich auf ein Feld eine zweite Bohnensorte anpflanzen kann und damit die erste Sorte umwandle und so weiter und so fort. Das sind insgesamt 11 verschiedene mit dabei. Und die habe ich grundsätzlich das ganze Spiel dann auch bei mir. Es gibt eine Zauberkarte, wo auch mal was ausgetauscht werden kann. Ich habe die aber in aller Regel, wenn ich an die Reihe komme, verdeckt vor mir liegen. Das heißt nicht aktiv. Um diese Karte zu aktivieren, muss ich entweder Zauberbohnen angebaut haben und die entsprechende Fähigkeit nutzen. Oder aber alternativ, ich habe keine Ahnung, warum du gerade eine Karte dahin hast. Ich dachte, das kostet Karten, die man bezahlt. Habe ich das falsch gemacht? Alternativ kann ich eine Zauberbohne ablegen von der Hand, um damit eine Zauberkarte zu aktivieren. Ach, das also muss ganz konkret die Zauberbohne. Ah, genau. Also im Prinzip hast du schon recht gehabt, aber es geht ganz, ganz konkret um die Zauberbohne. Das heißt, ich kann eine Zauberbohne von der Hand auf den Ablagestapel legen und damit den Zauberspruch aktivieren. Den Zauberspruch, den nutze ich dann während meines Zuges als aktiver Spieler. Er ist immer mit angegeben, in welcher Phase das Ganze passiert, beziehungsweise es gibt auch welche, die jederzeit verfügbar sind. Und wenn ich den Spruch genutzt habe, drehe ich sie wieder um. Die Karte ist wieder inaktiv und muss erst wieder aktiviert werden, um sie nochmal zu nutzen. Das bringt eine sehr schicke
taktische Komponente hinein, weil wenn ich diese Zauberkarten gut nutze, dann kann ich die schon sehr zu meinem Vorteil dann auch im Laufe des Spiels immer wieder verwenden. Und bricht halt auch dann die Regeln vom Grundspiel. Auch genau, das bricht die Regeln vom Grundspiel. Aber halt nur temporär. Aber es ist nicht so, dass man da ein komplett neues Spiel draus lernt. Das heißt, wer Bonanza kennt, dem ist das Ganze hier innerhalb von wenigen Minuten komplett erklärt. Mhm. Wir haben hier nochmal drei Sachen liegen, ganz kurz. Wir haben hier Übersichten für den Spielzug. Wir haben nochmal eine Übersicht für sämtliche Aktionen, die auf den Karten sind. Und wir haben eine Karte, die am Stapel verwendet wird. Hier kann man letztendlich anzeigen, wie oft spiele ich diesen Stapel gerade durch. Hängt von der Spieleranzahl ab. Da haben wir immer wieder gefragt, ob wir sowas nicht irgendwann machen können. Wir haben eine Karte übergehabt, das haben wir mal gemacht. Genau, das ist Excalibur. Das aktuell. Das Grundspiel auch, 3 bis 5 Spieler von Uwe Rosenberg. Wir haben es etwas höher angesetzt vom Alter her, weil es den Hauch komplexer ist. Aber wie gesagt, wer Bonanza kennt, wer Bonanza mag und es gerne ein klein wenig auf eine nächste Ebene gebracht haben will, der ist hier bestens aufgehoben. Und es ist aktuell 11. der neuen Amigo-Reihe. Genau. Wenn ihr das so im Regal lagert. Wer tut das nicht?